lieber Leid, heute mal wieder in Andres. Die Neuigkeiten von da. Man sieht, als es gibt jeden Tag schöner. Die Straße hinter mir ist jetzt auch betoniert und gezeichnet. Gern. Da hinter mir ist eine Schanze und es ist auch eine Brücke gemacht. Gern. Und vor jedem Tor ist auch betoniert. Gern. Vor jedem Haus ist ein doppelter Parkplatz gemacht. Gern. Da kann man jetzt zwei Autos hinstellen. Ist auch sehr schön gemacht. Kann man nichts sagen. Und die Plaster stehen da neben mir, die sind ja auch neu, aber die hat er schon gesehen im vorigen Film. Jetzt laufen wir ein bisschen durch den Hof. Und jetzt sind wir da im Garten, und weil da im Garten immer so die Wildnis herrscht und das Gras immer sehr groß wächst, deswegen habe ich jetzt mal so falsches Gras da verlegt. Und da im Zentrum von Andres sind wir schon wieder an der Kerich. Wir sehen, die ist jetzt neu gestrichen und geweißelt gen. Und neben mir habe ich die Schule. Die ist auch wie neu. Wenn ich mich drehe ein bisschen, dann haben wir hinter mir das Gemeindehaus von Andres. Ist alles schön gemacht gen. Und wenn ich mich jetzt drehe vom Gemeindehaus rüber auf die Seite, dann sieht man, da ist jetzt ein neues Haus gebaut, das ist ein Notariat. Und gleich vor mir, da ist das Denkmal vom Ersten Weltkrieg. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das kennt jeder aus Andres, das ist nicht neu, also hat schon 100 Jahre. Nochmal schön zu sehen, alle Namen. Und wenn wir jetzt da in die Reihe da kommen, da ist jetzt mein Name auch eingetragen, aber nicht richtig geschrieben. Wird ja wahrscheinlich ein Verwandter von mir gewesen sein oder einer aus Andres. Und wenn wir jetzt rübergehen von dem Denkmal zu dem Häuschen mit der Maria drin, da sieht man, das ist alles neu gemacht gen und Strich. Nicht zu vergessen sind die schönen Blumen, die was man da sieht am Wegesrand. Das ist etwas Neues. Sehr schön. Und daneben dran der alte Kindergarten, der heutzutage das Gemeindehaus ist. Und jetzt neben mir ein neues Denkmal. Das war früher nicht, aber das steht jetzt auch schon eine Zeit lang da. Und jetzt geht es als weiter. Wir spazieren als noch durchs Dorf und schauen uns die schöne Gasse an. Und da bin ich jetzt am Deutschen Friedhof, am Tor, am Eingang. Und dem. Und gleich da vorne sieht man einen Weichselbaum. Gleich beim Eintritt, und der ist voll mit Weichsler. Und dort der Teil vom Friedhof ist der alte Teil. Da sehe ich gerade ein Kreuz aus dem Jahr 1866. Und da vor mir ist der Weg zu der Kapelle und zum Neuen Friedhof im Hintergrund. Da sieht man jetzt den Friedhof. Ich sehe, da ist ja alles schön geputzt und das Gras geschnitten.
Und nebendran ist die Kapelle. Und wenn wir jetzt langs gehen, gleich hinter der Kapelle, das erste Grab, da ist der letzte deutsche Pfarrer von Andres begraben. Und einer und der andere wird ja erkennen, seine Verwandtschaft, die da begraben ist. Nochmal ein schönes Bild auf der End vom deutschen Friedhof da. Mit dem Kreuz im Hintergrund. Und jetzt laufe ich einfach durch die Gräber, da durch den deutschen Friedhof und komme da an im Grab, im Stehen, im alten Kreuz von meinem Ur-Ur-Otter. Und das ist er. Da sieht man richtig das Bild. Vor 100 Jahren noch immer das Gleiche. Und da an dem anderen Kreuz von meiner Uroma, da kann man ja den ganzen Friedhof ablaufen, man ist ja da verwandt und bekannt. Und früher ist man als durch den Friedhof da gelaufen, am 1. November, und hat als die Kerze angemacht. Und da war oben der ganze Friedhof beleuchtet. Das bleibt einfach in der Erinnerung drin. Und war einfach sehr schön. Der Besuch da auf dem Friedhof ist jetzt mal zu Ende. Und es geht weiter. Wir sehen uns woanders. Also bis bald. Und wenn man von Andres Richtung Karren fährt, dann sieht man die neu gebaute Häuser da. Eine ganz neue Straße, die es früher nicht gern hat. Das ist alles in Andres neu zu sehen. Man kann so ein ganz neues Dorf da erbaut. Da ein schönes Tal Richtung Merzidorf, also Karan. Und da nochmal die schönen Felder mit einer großen, weiten Sicht. Da bin ich jetzt in Merzidorf, also in Karan, und sehe die katholische Kirche hinter mir und nebendran die Schule. Und da in der Nähe von der Kirche ist auch so ein Hof mit einem Denkmal, das man da sieht, auch vom Ersten Weltkrieg. Nochmal das Denkmal in Merzidorf schön zu sehen. Und da sind auch die Namen aufgezeichnet, wie in Andres auch. Und da zu sehen, ist das Merzischloss, was noch übrig geblieben ist von dem Schloss. Wenn das irgendwann wieder aufgebaut gibt, wird es auch schön ausschauen, aber im Moment in Ruine. Nochmal ein schöner Blick auf die deutsche Kirche da in Merzidorf. Und es geht als wieder weiter. Im Hintergrund zu sehen ist der Andreser Bahnhof. Und das da ist die Straße Richtung Andres. Nebendran haben wir die Felder mit der Weite. Schönes Wetter da im Banat. Und da so geht der Weg als weiter Richtung Pschinwa. Und jetzt sehen wir die katholische Kirche aus Pschinwa. Da haben wir also eine schöne Sicht drauf. Die gibt jetzt neu renoviert. Und da im Pschinwa haben wir eine schöne Posten stehen mit der Straßenbezeichnung, gerade vor der Kirche. Schöne Blumen haben wir da, Rosa vor der Kirche.
hinten dran gibt es keine Arbeit. Man sieht, es gibt gerade geweißelt und gestrichen. Und das ist die Kerich. Die sind aber alle ähnlich in aller Dörfer vom Banat. Nochmal ein schönes Gesicht auf das Kreuz und auf die Tiere von der Kerich. Und wenn wir jetzt nächster gehen, da können wir etwas entdecken, dass die Kerich aus dem Jahr 1751 ist. Hier im Pschinwa sowie in anderen Dörfern haben wir auch überall auf der Gasse schöne Blumen, Rosen zum Beispiel da, die sehr schön sind. Und die riechen auch gut. Und mit dem letzten Blick auf die Kerich geht der Weg weiter. Zurückkommen in Andres möchte ich jetzt den Film beenden, genau vor meinem Haus da. Und euch noch alles Gute wünsche. Bis das nächste Mal. Ciao, bis bald.